Also hier haben wir eine ganz wunderbare Arbeit von Katharina Grosse aus dem Jahr 2015, die sehr deutlich zeigt, auch wie die Künstlerin arbeitet. Wir sehen hier ein abstraktes Bild, was im Grunde keine Disposition hat, dass es selbst eine Grenze hat, sondern es wird sozusagen, der Bildraum wird überschnitten von einem Rahmen, könnte aber noch weitergehen ins Unendliche von jeder Seite heraus. Wir haben hier kräftige Farben, etwas sehr Typisches für Katharina Grosse, die mit sehr kräftigen, präsenten Farbkompositionen kommt. Und wir sehen hier auch, wie sie arbeitet. Sie arbeitet teilweise mit dem Pinsel und sie arbeitet vor allen Dingen auch mit einer Spritzpistole. Katharina Grosse hat hier dieses Format, was ja auch schon ein sehr großformatiges Bild ist, geschaffen. Aber was sie auch noch macht und mit dem sie in den letzten, ich sag's mal, 20 Jahren bald auch noch mal eine neue Stufe erlangt hat, ist, dass sie die Malerei weitergetrieben hat, eine sogenannte expansive Malerei geschaffen hat. Und was bedeutet das? Katharina Grosse ist hingegangen und hat auch dank der Technik mit dieser von Kompressoren betriebenen Spritzpistole, hat sie ganze Räume, ganze Orte besprüht. Wie muss man sich das vorstellen? In Innenräumen so, dass Fußboden, Wände und Decken mit einer Farbkomposition überzogen werden. Es geht aber auch in den Außenraum hinein. Sie hat besprüht Häuserfassaden oder sie türmt auf Sand- oder Müllberge, die sie besprüht. Also sie besprüht auch den Außenraum. Und was heißt das übersetzt? Das heißt übersetzt, dass eigentlich ein Bild überall entstehen kann, dass man im Grunde auch vielleicht sagen kann, alles, was ich sehe, ist, muss ich auch als Bild erstmal wahrnehmen. Und wenn sie sozusagen auf die Realität ein artifizielles Bild bringt, dann stört sie natürlich unsere Wahrnehmung oder irritiert unsere Wahrnehmung, aber sie zeigt uns auch, was es für Bildräumlichkeiten gibt als Möglichkeit. Und all diese Dinge sind natürlich hier angelehnt und angedacht. Also man kann sich hier vorstellen, wie Katharina Grosse diese Arbeit auf dem Fußboden hatte und sozusagen um das Bild herumlief und gesprüht hat. Und man kann auch erahnen, dass es eben auch das Potenzial hat, dass es weitergehen könnte in einen Raum. Also der glückliche Käufer oder die glückliche Käuferin eines solchen Bildes könnte dieses Bild zum Anlass nehmen, sich auch noch weiter eine Rauminstallation von Katharina Grosse sprayen zu lassen. Aber Katharina Grosse auch in allen großen europäischen Sammlungen vielfach ausgezeichnet, international unterwegs, ist eine der ganz großen Künstlerinnen ihrer Zeit, eine der großen Malereipositionen. Und vielleicht darf man auch noch mal erinnern, sie hat in Düsseldorf studiert, unter anderem auch bei Graupner. Graupner hatte sehr früh seine Bildräume, die ins Dreidimensionale gingen, mit abstrakten Farbflächen überzogen. In der Zeit hat ein Gerhard Richter auch gelehrt und hat abstrakte Gemälde geschaffen. Und was Katharina Grosse geleistet hat, ist, dass sie sozusagen mit all diesen möglicherweise Referenzen im Gepäck sehr eigenständige Position sich jetzt erlangen konnte und eben auch das Potenzial hat, immer weiterzugehen. Also wirklich das Expansive, das Ausreizen, das Multidimensionale, das sind die Stichworte, die für Katharina Grosse zählen.